Nils erklärt das Nein zur Gewalt. Das Arbeitsleben ist ein Spannungsfeld. Wie in einem Spiel muss man aufpassen, dass man das Ziel entspannt erreicht. Ohne zu explodieren oder rauszufliegen. Rüpeln, rempeln, beleidigen. Alles, was ein anderer nicht will, ist Gewalt. Wer es trotzdem macht, fliegt raus. Wer nach den Regeln spielt, gewinnt. Und der Preis? Ein cooles Miteinander. Respekt ist das Zauberwort für Gewinner. Sicherheitsbeauftragter Nils liebt es zu spielen und zu arbeiten. Und manchmal würde er sich morgens am liebsten in seine Werkstatt beamen, weil er die Zeit vergisst und nicht zu spät kommen will. Blöd, wenn's dann in der Hose drückt und einem eine riesige Schlange begegnet. Keiner ist wichtiger als der andere. Und deshalb ist Schubsen und Drängeln immer eine blöde Idee. Egal wie dringend jemand irgendetwas muss, das ist nie eine Entschuldigung. Auch Anfassen ist schon Gewalt. Und fast noch schlimmer ist, dass sich diese Gewalt ausbreitet wie eine ansteckende Krankheit. Gewalt erzeugt Gegengewalt. Und bringen tut sie sowieso nichts. Berta Brutalo kriegt voll Stress mit dem sozialen Dienst und alle sind stinksauer auf sie. Tja, und weil alles sogar noch viel länger gedauert hat, muss sie auch noch ihre Hose wechseln. Dabei gibt es immer schlaue Möglichkeiten, nicht im üblen Streitstrudel zu landen. Nils muss so dringend, dass er fast abhebt. Und die Zeit läuft gegen ihn. Also nimmt er allen Mut zusammen und erklärt dem Kollegen vor ihm höflich, dass er ein dringendes Problem hat und ob es eventuell möglich wäre, dass er ausnahmsweise freundlich vorgelassen wird. Mit Freundlichkeit erreicht Nils nämlich alles. Puh, voll erleichtert schafft es Nils an seinen Arbeitsplatz. Da herrscht miese Stimmung. Der Chef ist mit keinem Topf zufrieden und verteilt eine riesige Prise Kritik. Das schmeckt keinem richtig gut. Aber Bruno Brüller flippt so richtig übel aus. Ach, Bruno. Der Dampf ist zwar raus, aber der Druck ist jetzt noch viel größer. Alle Kollegen gucken komisch. Das war echt ein peinlicher Auftritt. Zu allem Übel gibt es ein Mitarbeitergespräch mit mündlicher Verwarnung. Das braucht doch keiner. Zeit für eine Verschnaufpause. Handys raus und zacki-zack alle Neuigkeiten checken und erzählen. Die übelste Idee des Tages, Klatsch, ist wie ein Klatsch ins Gesicht und tut weh. Zurücknehmen geht nicht. Der miese Spaß heißt Cybermobbing und Nils holt die Chefin zur Hilfe. Nils raucht der Kopf. Was für ein Tag. Wenigstens ist seine Lieblingskollegin Lola heute da. Die findet jeder toll. Max auch. Aber Lola mag Max nicht. Max denkt aber, dass ihn jeder mag. Oh je, Alter, das geht gar nicht. Anfassen geht nur mit ausdrücklicher Erlaubnis. Und ungefragt knutschen ist eine Straftat. Ärger hoch 1000. Rausschmiss, Strafanzeige, alles ist möglich. Wenn einer die Finger nicht bei sich behalten kann, denk dir immer einen Stopp. Dann kommst du sicher durchs Leben. Max, du armer Typ, nächstes Mal guckst du vorher lieber diesen Film. Nächstes Mal guckst du vorher lieber diesen Film. Nils war schon lang nicht mehr so froh, wieder zu Hause zu sein. Hey, das Leben ist wirklich ein Spannungsfeld.
Aber wer weiß, wie es geht, kann ohne Schrammen überleben. Bertha Brutalo ist jetzt null brutal und heißt für alle nur noch Bertha. Bruno Brüller schreit jetzt ausschließlich vor Freude. Max hält Abstand. Und Lola, die wird heimlich angehimmelt. Alle sind wieder im Team. Und das ist voll cool. Gewalt ist nur was für Verlierer. Lasst uns lieber Gewinner sein. Und wir jetzt alle so, peace. Und jetzt bist du dran. Augen auf und Hilfe holen, wenn du Gewalt erlebst.